Hallo Fans und Freunde der Vienna. An so einem lauschigen Sonntagnachmittag habe ich mir gedacht, machen wir doch wieder mal ein Plauderstündchen und schauen, was bei der Vienna so los ist. Das wichtigste Thema letzte Woche war Finale. Dodo Cup Finale. Am Mittwoch, den 22. Mai um 19.30 Uhr findet das Finalmatch gegen die Elektrabuben im Ernst-Happel-Stadion statt. Danke an die blau-gelbe Kampfmannschaft. Ihr habt wirklich super Matches gespielt, auch wenn es gegen den VVC nicht so gut gelaufen ist. Freue mich aber sehr, dass wir da im Finale sind und am Weg im Europacup. Der Roli ruft zur Fanfahrt mit der Lilliputbahn auf. Bei schönem Wetter treffen wir uns um 18 Uhr Station Prater. Um Punkt 18.30 Uhr geht dann der Zug Richtung Stadion. Also bitte seid recht zahlreich dabei und unterstützen wir auch recht lautstark unsere Kampfmannschaft im Stadion. Ja, was hat sich noch so getan letzte Woche? Es gab Generalversammlung des First Vienna Football Club. Waren einige ganz interessante Themen dabei, wie zum Beispiel, soll die Vienna ab Ende Mai schuldenfrei sein? Ein ganz großes Dankeschön an die Geschäftsführung. Es war sicherlich nicht einfach, die Vienna durch dieses schwierige Gewässer zu führen. Und ein ganz großes Dankeschön auch an die Unica, die uns so brav unterstützt, hoffentlich am Weg zurück in die Bundesliga. Ja, es hat mich auch sehr gefreut, dass die Damenmannschaft hier ein großes Feld gefunden hat und auch sehr schön erwähnt worden ist. Was mir leider Gottes ein bisschen weniger gefallen hat, war, dass relativ wenig junge Vienna-Fans und Supporters bei der Generalversammlung war. Ich hoffe, auch der Verein bindet hier auch zukünftig ein bisschen stärker die Fans zu diesen wichtigen Themen rund um die Vereinsführung bzw. um die Geschehnisse des Vereins ein. Ja, dann natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, der Geburtstag unserer Vienna, und zwar 125. Geburtstag rund um den 22. August. Da soll es am 17. Juli ein Freundschaftsspiel geben, und zwar gegen Union Berlin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Die Vienna, die ja sehr traditioneller, englischer, gegründeter Verein ist, wäre natürlich schön gewesen, wenn eine Mannschaft von der Insel gekommen wäre, speziell wenn man sieht, dass am 29. Juni der WSC gegen Celtic FC spielt. Warum das nicht stattgefunden hat, leider Gottes gibt sich die Vereinsführung da nicht allzu transparent, aber ja, hoffentlich tut sich halt trotzdem einiges Schönes, Spektakuläres, vielleicht auch Interessantes rund um den Geburtstag unserer Vienna. Apropos WSC, am 2. Juni gibt es ein Freundschaftsmatch draußen in Hernals. Ich hoffe auch da, dass es ein tolles Fußballfest geben wird. Am 6. Juni, meine Lieben, gibt es die 5. Generalversammlung des First Vienna Football Club 1894 Supporters. Bitte seid dort zahlreich anwesend in den VIP-Räumen auf der Hohen Warte. Bestimmt mit, wie wir den Verein von Fanseite her gut unterstützen können, und bitte unterstützt auch den Fanbeirat. Speziell der Robert Heidinger macht eine ganz, ganz tolle Arbeit, und vergessen wir nicht, dass auch der Verein von den Fans lebt und auch natürlich auch hoffentlich von den Fans mitgetragen wird, und wir können da auch einiges bewegen und mitbestimmen, und das sollten wir auch nützen. Also bitte am 6. Juni ab 19.30 Uhr auf der Hohen Warte in den VIP-Räumen. Wäre toll, wenn ihr recht zahlreich anwesend wärt. Ja, angeblich soll es auch am 24. August, das ist der Samstag, zwei Tage nach dem Geburtstag der Vienna, einen Fan-Nachmittag auf der Hohen Warte geben. Also auch da schaut, dass wir da ein schönes, tolles Fußballfest machen. Es ist ja auch 125 Jahre Fußball in Österreich, und ich hoffe auch, dass viele, viele zahlreiche interessierte oder auch begeisterte Fußballfans auf der Hohen Warte sein werden und gemeinsam mit uns, mit den Vienna Fans, hier ein tolles Fest machen werden. Was genau passieren wird rund um den Geburtstag, welche Aktionen geplant sind, da gibt sich leider Gottes der Verein noch recht kryptisch, aber ich denke, wir werden das auch hoffentlich bald erfahren. Meine Lieben, viele von euch haben mich schon gefragt, wie es denn mit dem Vienna Fanfotobuch ausschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfacher, ein Kind zu bekommen, als dieses große Projekt umzusetzen. Hat sich natürlich auch bei mir einiges getan, aber ich kann sagen,
ab kommender Woche geht der Druckauftrag raus und ich hoffe dann spätestens 14 Tage später die 100 Exemplare hier haben zu können und hoffentlich dann euch bald zu präsentieren. Im Gespräch ist das Vienna Stüberl oben auf der Hohen Warte. Entschuldigung, das heißt ja jetzt Vienna Lounge. Ich bin gerade mit der Ingrid im Gespräch, das vermutlich oder voraussichtlich rund um den 6. Juni, kurz vor Ende der Meisterschaftssaison, eine Präsentation stattfinden wird, wo ich euch natürlich rechtzeitig auch noch einladen werde. Und ich hoffe, ihr kommt auch recht zahlreich und sichert euch euer Buch. Es wird auch eine Liste aufgelegt werden, da die Bücher von 1 bis 100 durchnummeriert sind. Da könnt ihr euch eure Lieblingsnummer aussuchen und ich werde euch auch natürlich noch informieren, wie ihr außerhalb dieser Präsentation noch Bücher bestellen könnt, übers Internet etc. Also da wird es noch einige Videos bzw. Informationen an euch geben. Meine Lieben, unterstützt mich bitte weiterhin mit Kammern Vienna. Schaut auch vorbei auf dem Kanal, auf Facebook-Kanal, auf Instagram, auf Twitter. Schreibt mir eure Kommentare unter die Videos. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich, spätestens am Mittwoch im Ernst-Happel-Stadion. Und bis dahin, Kammern Vienna.